Ja, willkommen zu einer neuen Folge Movie Days. Und heute geht's um die Kritik von Ralf Reicht 2, Chaos im Netz. Und ja, leider sind einige Szenen der besten Szenen schon im Trailer zu sehen, wie die Post-Credit-Scene mit dem Fischspiel, wo dann einfach schon die Kernaussage so eine zusammengefasste Szene zu sehen ist. Im Endeffekt in der vollen Länge ist sie dann was länger, aber dann auch noch mal witziger. Hier ist es nicht wie bei Cars 3, glaube ich, war das, wo im Trailer praktisch Albträume für Kinder entstanden sind und im Film ist es halt nichts gefühlt. Ja, ansonsten Prinzessinnen, die sind groß. Da war zum Beispiel IA oder C3PO, die dann ihre Originalsprecher in Deutsch hatten, super. Ansonsten waren es, soweit ich mich jetzt erinnern kann, zumindest ähnliche Stimmen oder halt die Stimmen, die noch existierten, lebten. Wie zum Beispiel von Anna und Elsa von Frozen. Klar, die leben ja noch, die waren mit dabei. Aber zum Beispiel ein Brummbär von den Zwergen. Ich glaube, da war eine andere Stimme als wie im Original zu hören. War aber in Ordnung. Und ansonsten viele Easter Eggs, Cameos und hat man nicht gesehen. Brauche ich jetzt nicht alle aufzuzählen. Ich glaube, viel. Guckt euch einfach ein Video auf YouTube an, wo es um alle Easter Eggs in Ralf Reicht 2 geht. Dann werdet ihr schon alles finden. Ansonsten muss ich sagen, 3/4 von dem Film sind einfach mal, oder ja, 3/4 kann man sagen, des Films sind einfach mal Papierschnipsel, die aneinandergereiht worden sind, wo versucht wird, irgendeine Story aufzubauen und es einfach nicht gelingt. Und am Ende drückt man in die letzten Minuten noch eine Story rein. Gefällt mir nicht ganz so. Sorry, aber ist nicht meins. Da hätte man lieber bei den Schnipseln bleiben sollen. Wäre für mich logischer gewesen, hätte mir mehr Spaß gemacht. Denn es gibt gute Stellen für einen Erwachsenen. Aber die Gruppe ist halt ganz klar Kinder und für die ist das dann auch gemacht. Die werden am meisten Spaß damit haben und ansonsten ist er halt okay. Kann man mal gucken. Das war's dann aber auch. Muss ich nicht als DVD haben, wenn ich ehrlich bin. Kinder wiederum werden sich da schon mehr freuen. Ich denke, wenn die den einmal gesehen haben, dann sind vielleicht noch mal als DVD gucken wollen oder nochmal so zwischendurch. Aber für uns Erwachsene ist das dann bei einmal gucken okay gewesen. Das war's. Von daher bleibe ich auch beim okay. Muss man nicht geguckt haben, kann man aber. Ja, damit wäre ich schon raus. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, euer Open Beta. Ciao.